Tja, nun, wie erreiche ich das? Kann ich hier vielleicht was machen? Ansonsten muss ich nochmal durchs Portal. Nein, hier kann ich nichts mehr machen. Ergo, ich muss nochmal durch dieses Portal gehen und gucken, wo mich das hinbringt. Das ist nun meine Aufgabe und die werde ich wahrscheinlich auch tadellos meistern. Also hier war ich gerade. Das können wir jetzt so abhaken. Und was ist hier? Nochmal eine Truhe. Was ist da drin? Oh. Eine Phönixfeder. Noch zwei Stück. Oh, Moment. Ich kann doch hier was upgraden, genau. Die Hadesklauen. Schon auf Stufe 3. Und ich denke, 2000 Orbs werde ich noch zusammenbekommen. Also Stufe 4 wird sicherlich auch noch gehen mit den Teilen. Ich pack die schon mal aus. Denn wahrscheinlich werden hier 100 Pro wieder Gegner kommen. Ja, da hinten sind sie schon, aber ich kann da leider die Hadesklauen nicht einsetzen. Denn da sind mal wieder diese Schildfuzzis. Und wie ihr wisst, gehen die Schildfuzzis am besten down mit diesen Fäusten. Mit den nemeischen Löwen. Und deswegen werden die auch eingesetzt. Jetzt sind die Schilde aber weg. Und nun gibt es ein bisschen Action mit den Hadesklauen. Seht ihr? Da sind die Hadesklauen. Oh, der hat noch ein Schild, aber ich versuche mal. Kann ich das mit den Hadesklauen? Nein, das kann ich mit den Hadesklauen nicht kaputt machen. Jetzt hat er aber kein Schild mehr und jetzt benutze ich die Hadesklauen. Babam. Jetzt packe ich. Ja gut, ich wollte ihn eigentlich packen, aber dann eben nicht. Jetzt mache ich noch hier dem sein Hypothalamus kaputt. 3, 2, 1. Und auch der sinkt mit dem Kopf nieder. Der macht jetzt ein Nickerchen. Weiter geht's. Ich denke, ein Kopf ist noch übrig. Das sind ja die drei Richter. So heißen die Köpfe ja. Und sobald diese, denke ich mal, alle ein Nickerchen machen, da ist doch was. Genau. Werde ich, denke ich, auch weiterkommen und kann auch die letzte Kette zerstören. Ein Minotaurenhorn. Unglaublich, Leute. Ein Minotaurenhorn. Jetzt ist hier, jetzt ist mein Leben komplett. Jetzt könnte ich abtreten. Na, jetzt habe ich ein Minotaurenhorn bekommen und ich bin jetzt so überglücklich. Jetzt kann ich ruhig ins Jenseits. Okay. Die haben alle kein Schild mehr. Und nun packe ich mal hier die Hadesklauen aus. Oh. Der möchte mich aber gut rannehmen. Ah, aber ihr seht, dem zeige ich erstmal hier, was hier, was weiß ich, irgendwas. Den kann ich doch blenden, oder? Genau. Da wurde er geblendet und kann nun erstmal nichts mehr machen. Na, aber der weicht ziemlich gut aus. Das kann auf jeden Fall. Der Strolch. Ah, da geht mir langsam etwas auf die Eier. Ach du. Oh. Gut, das wollte ich jetzt weniger. Aber ich mache trotzdem mal die Truhe auf. Und danach. Oh, nochmal ein Minotaurenhorn. Sehr schön, noch ein Stück. Das lese ich als nachher. Kann ich nachher machen. Und da bin ich wieder zurück. Wie geht's dir denn so? Ach, die wollten gerade runterlaufen, habe ich so das Gefühl. Aber Leute, wie gefällt euch denn das hier? Ach, jetzt bin ich ja wieder durchgelaufen. Oh, nein. Ah, Leute, sorry, aber ganz ehrlich, jetzt nehme ich hier kurz meine, dicken Teile. Und, besorg's ihm. Ihr wisst schon. Denn ich habe keinen Bock mehr hier lange mit dem rumzumachen. Und damit geht's doch einfach ein bisschen schneller. Denn die Teile hauen von sich aus einfach besser rein. Aber das ist richtig Hammer, was wir da jetzt für einen geil. Ey, das darf doch wohl nie wahr sein. Ja, super. Ah, könnte ich mich gerade aufregen. Ganz ehrlich, ich werde nie wieder neben diesem. Ey, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ey, da machst du einen Angriff und schon fliegst in dieses Drecksportal rein. Leute, was geht denn da vor sich? Ich werde nie wieder neben einem Portal kämpfen. Dauernd fällt man da rein und darf neu anfangen. Das regt gerade ziemlich auf. Das regt gerade wirklich ziemlich auf. Okay, die. Komm, geh noch down. Ich pack ihn. Renn mit ihm rum und guck mal, ob hier noch irgendwo jemand ist. Es scheint nicht so zu sein. Und dann muss ich, denke ich, da runterspringen. Hui. Ja, gerade zum muss. Ich muss doch da runterspringen. Okay, vielleicht auch doch nicht. Vielleicht muss ich ja doch durch dieses Portal. Könnte das möglich sein? Ich benutze einfach hier mal den Hebel. Mach das Tor damit auf. Und lese vorher aber noch das. Notiz einer jungen Seele. Die Feuer, die Menschen schreien. Ich.
hatte solche Angst. Warum hat Vater uns nicht beschützt? Die Richter sagen, ich muss jetzt ins Elysium und dass es dort schön sein wird. Ich vermisse meine Familie. Tja, gut, wer tut das denn normalerweise nicht? Ja. Gut, wir müssen doch da durch. Na, anscheinend schon. Denn der letzte Kopf, der muss auf jeden Fall noch etwas zurechtgestutzt werden. Jetzt, wie komme ich da runter? Eine sehr gute Frage und das braucht natürlich auch eine sehr gute Antwort. Kann ich das irgendwie... wie komme ich denn da hin? Ach, die Ranken. Seht ihr, so einfach ist das ganze Rätsel. Da sind wir nun und können nun zum letzten noch verbleibenden Kopf gehen. Und 3, 2, 1. Ab ist er. Drei Richter machen alle ein Nickerchen. Und nun können wir zu den Ketten und diese aus dem Gleichgewicht bringen. Dankeschön. Das war doch gar nicht so schwierig. Auch wenn es nun etwas Zeit gebraucht hat, da runterspringen kann ich natürlich nicht. Wer hätte das auch für möglich gehalten? Ich meine, das könnte ja Kratos mit seinen Flügeln ja niemals überleben. Und deswegen muss ich jetzt erstmal hier kurz durch dieses Portal. Deshalb steht das jetzt auch da. Jetzt weiß das auch jeder. Und dann können wir voll die Ketten kaputt machen. Vorher wird aber noch gespeichert. Genau. Na, ich speichere nämlich bevor die Ketten kaputt sind. Keine Ahnung warum. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wie wenn da ein Quicktime-Event dann auf uns, nicht ein Quicktime-Event, wenn dann da eine Zwischensequenz auf uns warten wird und wir dann nicht mehr speichern können. Und ich möchte aber gerne jetzt speichern und nicht erst nachher. Gut. Die sind kaputt und dann noch diese Kette. Und da fällt sie einfach auseinander und das Labyrinth wird nun hochgezogen. Kratos, ich würde mich da jetzt festhalten, wenn du gerne hier mit nach oben gezogen werden möchtest. Aber nur so als kleine Nebeninformation. Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird das gleich nach oben gezogen. Das könnte auch gut möglich sein. Und da hat diese Statue nun etwas in ihrer Hand. Er weiß es, Kratos! Zeus weiß von meiner Flucht! Schnell! Ich kann ihn hören! Er ist hier! Bitte hilf mir, Kratos! Schnell! Kratos, ich glaube, du solltest Pandora helfen. Und wir fliegen mal wieder. Oh Gott, ich hoffe, ich überlebe das diesmal. Ob ich das überlebe, das kann ich euch leider nicht versprechen. Denn ich muss ja jetzt im Prinzip den gleichen Weg wieder nach oben nehmen. Und das wird mit ziemlicher Sicherheit etwas schwieriger werden. Denn ich konnte es ja schon nach unten kaum schaffen. Und jetzt muss ich aber nach oben gehen. Ach du große Himmel. Okay, wobei gerade sieht das nicht mal so schwierig aus. Vielleicht ist auch gerade Autopilot an, ich kann es euch nicht sagen. Aber gerade scheint es wirklich easy zu sein. Ja, und da haben wir es auch schon geschafft. Was ist denn da los? Das Game war aber früher schwieriger. Ihr habt nachgelassen. Die Entwickler haben da anscheinend mit dem Schwierigkeitsgrad etwas nachgelassen. Und da sind wir auch schon. Pandora! Athene! Es ist schon gut, Kratos. Denk an deine Aufgabe, Spartaner. Vergiss nicht, warum du so weit gekommen bist. Mach dich bereit, Spartaner. Du weißt, was du tun musst. Ich hebe jetzt das Labyrinth. Und bringe sie zu ihrem Platz. Okay, Kratos, dann mach das auch mal. Ab, dann krapseln wir mal wieder. Und zwar diesmal die Kette des Gleichgewichts nach oben. Oh, bei mir ist gerade alles schwarz. Ah, okay, da sind wir. Das war wahrscheinlich gerade gewollt. Nicht da, ich habe gerade schon Angst gehabt, das liegt an meinem Fernseher oder sowas. Aber, naja, was soll's denn? Ab geht's nach oben. Und das könnte wahrscheinlich ein ziemlich... das könnte eine lange Kapselei werden, kann ich mir vorstellen. Denn das Labyrinth ist ja ganz unten. Okay. Okay. Gerade eine kleine Ladeunterbrechung oder sowas in der Art.
keine Ahnung. Tja. Die Frage ist, hat sich da gerade irgendwas aufgehangen? Nein, okay, es funktioniert anscheinend auch alles. Ah, okay, weiter geht's. Ich habe gerade schon gedacht, um Gottes Willen. Gut, das war anscheinend gewollt. Und ab nach hinten. Ah, da waren wir auch schon mal. Genau, das war ja ganz am Anfang. Oder relativ am Anfang. Und ich schätze mal, ich soll hier gleich nach... Ah, nein, die sind noch Truhen. Und diese werde ich gleich noch aufmachen. Ah, wobei, brauche ich gar nicht. Das brauche ich überhaupt nicht. Gibt es hier sonst noch irgendwie Spezialtruhen, nenne ich es mal, wo dann so ein Minotaurenhorn oder sowas drin ist? Irgendwie hier vielleicht? Anscheinend nicht. Ich denke, das kann ich mir auch sparen. Und die Frage ist, muss ich da jetzt die Treppe hoch oder muss ich jetzt durch das Tor? Okay, durch das Tor anscheinend nicht, dann denke ich mal einfach die Treppe hoch. Und da würde uns dann wahrscheinlich schon was... Ach, da war doch die Truhe der Pandora, ne? Genau. Da muss ich wahrscheinlich jetzt irgendwas machen. Nein, nicht die Truhe, da war das Feuer hier. Dieses ewige Feuer oder wie das hieß. Genau, das meine ich. Da waren wir wirklich schon lange nicht mehr. Und nun müssen wir das mal wieder kurbeln und kurbeln und kurbeln, bis sich da irgendetwas rührt. Und ich hoffe mal, das wird schnell sein. Oder das wird demnächst passieren. Ja, da öffnet es sich. Es öffnet sich. Und was passiert da sonst noch? Jetzt wird es aber hier ziemlich spannend. Ich, also unglaublich, ich krieg einen Herzanfall. So spannend ist es. So. Okay. Ah, jetzt wird es also, da ist das Feuer live in Farbe. Zusammen mit der Truhe der Pandora. Wir haben es geschafft, Leute. Da ist es. Wir haben es geschafft.